Luke, du hast einen Konferenz-Call. General Graves und der Präsident werden zugeschaltet. Hallo Duke, du weißt, ich hasse lange Reden, also werde ich mich kurz fassen. Ich erteile dir den ausdrücklichen Befehl, keine Feindseligkeiten gegen unsere Alien-Gäste zu eröffnen. Das gilt ab sofort. Ich lasse nicht zu, dass unsere intergalaktischen Beziehungen durch sinnlose Gewalt aufs Spiel gesetzt wird. Unser Staatshaushalt leidet immer noch an den Nachwirkungen der Geschehnisse von vor 12 Jahren, als du bei deinem Amoklauf Los Angeles verwüstet hast. Diese historische Chance auf Frieden muss genutzt werden. Ich verstehe, dass dir das nicht passt, Duke, aber noch ist die Zeit nicht gekommen für rauchende Colts. Der Präsident glaubt, diesmal sei die Lage anders und er könnte recht haben. Du hast ihn das letzte Mal ganz schön in den Arsch getreten. Vielleicht wäre es falsch, einfach davon auszugehen, dass sie wieder Ärger machen wollen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass sie Amerika nicht besiegen können, solange du da bist. Duke, du bist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die Menschheit beginnt jetzt eine neue Ära. Wir dürfen nicht erst schießen und dann Fragen stellen, nur weil wir vermuten, dass sie noch immer über Massenvernichtungswaffen verfügen. Ich bin in Verhandlungen mit dem Zykloid-Imperator, um die friedliche Koexistenz unserer Spezies zu sichern. Mit ihrem Imperator persönlich. Dein Typ ist nicht gefragt. Misch dich nicht ein! Das ist ein Befehl! Duke, ich weiß, dass dir das schwerfällt, aber tu mir den Gefallen und halt still. Als dein General und Freund weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass du die Order des Präsidenten befolgst. Die Sache schmeckt mir überhaupt nicht. Außerirdische Lebensform. Jetzt schmeckt mir die Sache noch viel weniger. Scheiß Codekarte.
ohne Fragen. Dafür Duke schickt dich. Ich bin der Duke und nach mir kommt lange nichts.
Reaktor offline. Zwei Energiezellen ersetzen. Wieder Saft. Jetzt gibt's was auf den Arsch.
inneren Werte. Feinde voraus! Bitte bewaffne dich!